DSC Arminia Bielefeld bedankt sich bei Jaap Anstütz. Zu diesem Anlass versammelten sich Spieler, Trainer und der Vorstand. Nach einer kleinen Aufmerksamkeit in Form von personalisierten Trikots gab es eine Führung durch das Unternehmen. Im Anschluss begrüßten rund 500 Mitarbeiter den DSC. Also es ist immer wichtig, in der Lokalität, in der Stadt Unternehmen zu haben, die einen begleiten, die einen fördern. Das ist egal, ob Erste Liga oder Zweite Liga. Für uns sicherlich nochmal wichtiger, weil Bielefeld mit dem Standort Ostwestfalen da, glaube ich, eine ganz besondere Mischung hat an Unternehmen. Hier gibt es ganz viele familiengeführte Unternehmen und da sind wir froh, dass natürlich viele von diesen Unternehmen auch Arminia-Blut haben und gerade die Gebrüder Anstütz, die ja hinter der Marke Jaap stecken, sind drei verrückte Arminia-Bielefeld-Fans, die uns unterstützt haben und dann glaube ich, so wie das Wetter heute ist, wenn die Sonne scheint, aber nicht nur dann, dann sollte man füreinander da sein und Danke sagen. Das ist das Mindeste, was wir tun können und wir wollen natürlich auch in der neuen Saison mit entsprechenden Leistungen zurückzahlen. Die Veranstaltung verdeutlicht, wie wichtig es ist, lokale Vereine zu unterstützen. Das ist uns als Unternehmen, also als Unternehmen Jaap Anstütz, sehr wichtig, weil Jaap Anstütz ein familiengeführtes Unternehmen ist und sehr verwurzelt in dieser Region und gerade auch in dieser Stadt. Und deswegen unterstützen wir natürlich auch Arminia Bielefeld. Also wir unterstützen Arminia Bielefeld schon seit vielen Jahren. In den letzten zwei Saisons als Ärmelsponsor und davor in den Jahren mit Chemcarpets oder auch mit Bandenwerbung. Also wir finden das unwahrscheinlich klasse, natürlich, logisch. Und wir sind auch fast alles hier eingefleischt, Armin. Unsere Geschäftsleitung ist meistens auch immer auf allem. Viele von uns haben sogar Dauerkarte. Ne? Und da lernt man die Jungs auch mal kennen, persönlich kennen und ist auch ein bisschen halt mal was anderes, ne? Als sie immer nur aus 30 Meter Entfernung anzufeuern. Ne? Mitarbeiter, Freunde und Familie freuten sich sehr über den Besuch. Ein rundum gelungener Tag.